Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal ein Unboxing. Ihr habt es ja im Titel gelesen. Muss ich euch mal ein bisschen weiter rüberholen. So. Ich habe mir zum Geburtstag, weil es ein geiles Angebot war, den Möbius geholt. 32 Zoll, 4K HDR-Monitor mit VRR. Allem soll er wohl auch haben. Werden wir dann nachher mit der PlayStation testen. Und 120 Hertz, also 120 FPS im 4K-Modus. Ich glaube, 144 soll bei 1044p gehen. Werden wir testen. War ein unschlagbares Angebot. Da konnte ich nicht nee sagen. Und ich habe jetzt hier die ganze Zeit gewerkelt, bevor der Postmann kommt, weil eigentlich sollte gestern an meinem Geburtstag kommen. Kam es nicht, dann sollte es Montag kommen, jetzt kam es aber heute Samstag schon, habe ich jetzt umgewerkelt. Ich habe jetzt den goldenen Monitor, also das ist ja der, ich schreibe es in die Beschreibung, oder und hier wird es eingeblendet, müsste der EW3210U sein. Das ist der EX3210U. Und der goldene war der. Welcher war denn der? 32 80U, glaube ich. Ja, erst kam der graue raus. Der hat 4K HDR. Kein IPS-Panel. Dann kam der goldene, der eigentlich hier stand, der jetzt auf die Seite kommt. Und der halt nach vorne, Zockermonitor. Oben hatte ich einen 1080p-Monitor von Samsung in Curve, der ist jetzt weg. Ich habe den silbernen 4K von unten nach oben gemacht. Das war ein Akt, alleine das umzubauen. Halt Kartons untergestellt, dass ich das hinkriege. Und jetzt kommt aber wirklich Unboxing. Jetzt wollen wir uns den angucken. Ich bin richtig, richtig heiß auf den. Ich muss mal das oben machen wir mal hin. Seht ihr hier? Hier komplett alles leer. Also außer das Kabelgewirr, was ihr da seht, das ist aber schon, was da wieder ran muss. Also HDMI von der Capture-Karte, DisplayPort. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie rum war das. Warte mal, wie sollen das? Wir sollen das anders machen. Wir sollen die Seite öffnen. Dann hinlegen und nach oben weg. Nee, ach nee, nicht. Wir sollen hinlegen und nach oben öffnen. Okay. Wir legen ihn hin. Aber wo ist hier oben und unten? Ach hier. Oder? Das ist, also was eigentlich unten ist, ist oben. Weil hier ist jetzt nichts, hier ist alles verklebt, hier kann ich nichts aufmachen. Also ist es so rum. Dafür müssen wir. Wo habe ich denn jetzt wieder mein. Ach hier. Also was der Boden vom Karton ist, ist halt jetzt vorne bei uns. Muss ich den Monitor hier hinten noch ein bisschen an der Wand machen. Die BenQ-Lampe drehen, dass das alles passt. So, oh Gott. Sorry, aber ich schwitze wie ein Schwein. Es ist draußen richtig warm geworden. Die Bude kühlt nicht ab. Und das Hin und Her mit meiner Lunge ist heute auch nicht toll. Wir haben wieder die Fernbedienung mit bei, was ein Grund dafür ist, so einen Monitor zu nehmen. Du brauchst nicht hinten rumfummeln, irgendwas machen. Nein, Fernbedienung, bumm. Einstellungen kannst du machen, HDMI-Port wechseln.
Stromkabel. Ach, hier dieser, wie heißt der, USB-B, dieser Breite, was bei alten Festplatten auch dran war, der kommt hier unten im PC und mit dem B halt am Monitor. Und dann haben wir am Monitor, haben wir dann noch, ich glaube, 4 USB, die wir benutzen können. Was ich auch machen werde, werde ich einen USB-Hub anschließen, dann den USB-Hub, was auch gleichzeitig Kamera, ach Quatsch, Headset-Halter ist und beleuchtet ist. Die Logitech C922 werde ich anschließen. Und was wollte ich noch anschließen? Irgendein anderes wollte ich auch noch anschließen. Und dann halt so ein Kabel, den ich halt liegen lasse für Laden von Maus und Tastatur. Weil da spare ich mir dann halt hinten. Ach nee, das Stream Deck wollte ich wahrscheinlich noch mit anschließen, weil das kann ich mir das ein bisschen freier auf dem Platz variieren, weil der Kabel ja dann länger ist. Und ich habe hinten am PC dann logischerweise 3 USB frei. So, wir haben dann ein DisplayPort-Kabel mit bei und ein HDMI-Kabel, natürlich HDMI 2.1 und halt DisplayPort 5K FM, steht nicht da, was das für ein DisplayPort-Kabel ist, aber der sieht ein bisschen kurz aus. Ich habe schon einen verlegt, von Kabel direkt, der müsste noch passen, von der Länge her. Dann halt logischerweise der Trafo, der Umspanner, hier ist dann halt Strom, also habe ich mich da verguckt vorhin. Achso, nee, ist der Wand, ich habe den, ja, das ist der Stecker, das kommt da rein, ach, alles klar. So, dann haben wir hier noch die Möbius-Anleitung. Ich bin so heiß drauf und vor allen Dingen das erste Mal mit ihm zu zocken, ey. So, dann haben wir hier den Standfuß. Da weiß ich noch nicht, ob ich ihn benutzen werde oder ob ich ihn an meine Halterung mache. Ach, jetzt habe ich hier ein bisschen wenig Platz. Müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Ach, eine Platte. Eine Abdeckplatte ist hier hinter. Und was haben wir hier? Ach, der Arm. Der Arm, den haben wir ja auch noch. So. Jetzt nehmen wir das einfach ab. Stellen das mal beiseite. Hoppala. Dann klappen wir das hier so auf. Ach, ich lasse das am Fuß dran. Ne? Ich hab auch schon meine Halterung hier, wo der andere Monitor dran war, der auf der Seite ist. Da wollte ich aber wahrscheinlich den goldenen dann ran machen. Oder ich nehme halt für den, da muss ich noch gucken, wie weit der drüber reicht. Sollte passen. Wenn nicht, kann ich ja noch ein paar Zentimeter, muss ich lösen und das halt auf dem Dings ein bisschen ein paar Zentimeter verschieben. Damit kann ich dann halt auch. Warte mal, wie war denn das jetzt hier? Jedenfalls kann ich damit auch hoch und runter und so eine Schoten. So. So. Was ein bisschen schade ist, was mir jetzt auffällt, bei dem goldenen Monitor war zur Fernbedienung so eine Gummimatte dazu. Die fehlt mir. Die ist echt geil, weil da kannst du die Fernbedienung rauflegen und dann hast du ja diesen viereckigen Fuß und legst sie in der Mitte drin und dann kommt die was höher und ist rutschfest. Da als Tipp vielleicht, als Anregung für BenQ, für das nächste Modell oder Update von dem Modell oder wie man auch sagen möchte, weil der Fuß ja so dreieckig ist, vielleicht so ein dreieckiges Kissen, was man dann an Standfuß hinten ranschieben kann, was dann vielleicht maximal so weit
bis zum Monitor, weil der Monitor ist ja auch nicht direkt gerade mit dem Standfuß, der ist ja so etwa so weit weg. Ja, dann so ein Dreieck, dass man das dann halt unten hat und dann kann man das immer noch rauflegen. Zwar nicht langs, sondern. Oh Gott. Oh. Quer. Oh, jetzt halt mir in die Nase, ich hustet, ey. Ach, in die Hände. Och, ich bin durch heute. Ich bin vollkommen durch. So, jedenfalls, wir lassen das jetzt so und wir müssen das jetzt hier einfach nur so aufdecken. Da haben wir denn die Halterung. Und da müssen wir. Das ist jetzt zwar schon Hardware, aber scheißegal. Ich will den jetzt aufbauen. Ich mache ja dann sowieso später nochmal ein Video, wo ich euch den ganz genau zeigen werde und halt die anderen und so. So, dann haben wir das hier. Das ist praktisch der Arm, der ist richtig massiv. Aber richtig. Und da kommt dann der Standfuß ran. So, das wird dann hier eingehakt, also von oben und unten. Und dann ist es fest. Da braucht man gar nichts schrauben. Wir haben dann hier so einen Knopf, den drücken wir und dann können wir das so wieder abmachen. Ja? Also nach oben und dann rein, fertig. Ich bin da ein bisschen BenQ angefixt, muss ich dazu gestehen. Auch mit meiner Lampe. Also mal jetzt so mal ab vom Monitor. Wenn ihr noch eine geile Schreibtischlampe sucht, guckt euch die BenQ VIT an. Die habe ich hier stehen. Es gibt keine bessere Schreibtischlampe als die, meiner Meinung nach. Die ist so geil. Ich liebe das Teil. So, hier haben wir den Standfuß mit dem Orangenen. Orange ist ja jetzt nicht so meine Farbe. Das Plaste lasse ich hier erstmal noch drauf. Ach so, rum ist das. Ja, so rum. So, jetzt muss ich mir die Schraube hier nur umklicken. So, dann hier rein. Und dann einfach nur mit der Schraube hier festschrauben. Mehr brauchen wir nicht machen. Ich finde ich gut, so eine Möglichkeit, einen Monitor und Fernseher aufzubauen. Ist ja bei meinem Samsung auch so gewesen. Besser als erstmal aus der Packung holen und dann zusehen, wie du das Ding zusammenbaut kriegst, wo du das abstellst. So, jetzt haben wir ihn. Oh Gott, ist der schwer. Uaha. Also der ist. Warte mal, ich muss hier. So. Ach so, wartet mal, ich muss den mal. Oh Gott. Um den Karton wegzuholen. Ey, der ist ja richtig schwer. Mann, klebt doch auf. So. Dann die Dinger rein. Falls mal was ist, kommt er im Keller, falls man ihn zurückschicken muss. Also ich habe jetzt, also falls ihr euch fragt, was ich bezahlt habe, ich sage es nicht genau. Oh, ist ja ein anderer Aufkleber schon drauf gewesen. Es ist kein gebrauchter, es ist ein nagelneuer. Und ich habe halt ein Drittel von dem bezahlt für das, was da so etwa. Nee, ich habe ein Drittel gespart von dem, was da eigentlich handelsüblich überall gerade kostet. Ich hatte auch nicht vor, mir den jetzt schon zu kaufen, sage ich euch, so wie das ist. Ich wollte mir den jetzt erst in ein paar Monaten kaufen. Weil mein Monitor oben, der Full HD so ein bisschen geflackert hat schon, ab und zu auch mal Bildausfälle hatte. Den einen Tag ging er gar nicht mehr an, aber nächsten Tag war er wieder an. Und dann wollte ich mir den unbedingt holen. Den habe ich schon, seit ich den gesehen habe, habe ich den auf meiner To-Do-Liste. Aber es ist halt auch ganz schöne Summe Geld, was er kostet. Aber jetzt halt praktisch ein Drittel gespart. Und dann habe ich mir Geld geborgt, was ich jetzt abbezahle.
dass ich mir den holen kann. Ich habe das Geld auch nicht so locker, einfach so, dass ich den mir einfach mal so. Gott, ist der sexy. Gott, ist der sexy. Und den kann man auch im Gegensatz zu dem goldenen drehen. Wir können ihn in der Höhe variieren und wir können ihn etwas kippen. Vor allen Dingen, ich kann ihn etwas höher machen. Dann muss ich mal gucken, wie es mit dem Monitor oben dann passt. Ob das alles so hinhaut. Ja, da ist er. Ich werde ihn jetzt erstmal aufbauen. Vielleicht filme ich das auch, wie ich hier noch rumwusel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt, wenn alles angeschlossen ist, nochmal ein Video, wo wir uns den angucken werden. Ich bin so heiß, ich will ihn endlich anschließen und alles machen. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin, wo ich die Fernbedienung jetzt hingedonnert.